Neulich bin ich über ein ziemlich spannendes Paper gestolpert, in welchem es um eine neue Form der Wasserstoffgewinnung ging, die angeblich rein mit Pflanzen funktioniert. Und als ich mir das Ganze mal genauer angeschaut habe, hatte ich gelesen, dass einfach jede Pflanze Wasserstoff erzeugt, und zwar durch ein Enzym mit dem Namen Hydrogenase, was in so ziemlich allen Pflanzen enthalten ist. Unter Normalbedingungen ist die Menge aber sehr gering. Aber Forschenden ist es jetzt gelungen, diese Menge massiv zu steigern, und zwar nicht mit Genmanipulationen, wie man vielleicht denken mag, sondern durch eine relativ simple Steuerung von Licht- und Sauerstoffzufuhr. Wie das Ganze funktioniert und ob es eine vielversprechende Möglichkeit ist, um Wasserstoff ohne Energieaufwand und mit geringen Kosten zu erzeugen, das klären wir heute, und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's! Wasserstoff entsteht bei der Lichtreaktion der Photosynthese auf natürliche Weise, allerdings halt nur in sehr geringen Mengen. Algen haben hier zum Beispiel nur einen natürlichen Wirkungsgrad von gerade mal 0,1%. Das Enzym Hydrogenase, das für die Herstellung von diesem Wasserstoff verantwortlich ist, ist nämlich meistens inaktiv. Die Hydrogenase, die konkurriert mit anderen Prozessen innerhalb der Zelle um die vorhandenen Elektronen, also um den Wasserstoff zu produzieren. Da werden Protonen, also H+, zu Wasserstoff H2 wird da reduziert. Und damit das geht, werden Elektronen gebraucht. Jetzt ist es ungünstigerweise so, bei der Photosynthese, da werden die Pflanzenfarbstoffe, wie zum Beispiel das Chlorophyll, durch die Energie des Lichts ja angeregt und nehmen dadurch Energie auf. Und danach kommt es zu einer Ladungstrennung. Man hat dann negative und positive Ladungen in der Pflanze. Und die positiven Ladungen, die haben in der Lichtreaktion den Job, den Sauerstoff im Wasser in Luftsauerstoff umzuwandeln. Mit den negativen Ladungen geht es dann in der Dunkelreaktion weiter, und dort wird durch den sogenannten Calvin-Zyklus das CO2 aus der Luft gezogen, um daraus dann diesen Zucker aufzubauen. Enzyme, die sorgen dafür, dass der Kohlenstoff richtig verbaut wird und die Glucose für diese Synthese von Fetten und Eiweißstoffen dann verwendet werden kann. Und dadurch kann die Pflanze dann wachsen. Und das ist genau das Problem, denn da gehen halt die meisten Elektronen hin, und das ist einer der Faktoren, die die Wasserstoffproduktion bei Pflanzen hemmt. Aber halt nur einer. Zum zweiten komme ich gleich, und natürlich auch, wie man das jetzt beheben kann und so dann mit Photosynthese im Idealfall halt deutlich mehr Wasserstoff erzeugen kann. Der Grund dafür, dass Pflanzen so schlecht in der Wasserstoffproduktion sind, das sehen viele Leute in der Forschung darin, dass im Laufe der Evolution die Wasserstoffproduktion einfach nicht mehr von großem Vorteil für die Pflanzen war. Und so ist das Ganze dann immer weiter in den Hintergrund getreten. Aber das versucht man jetzt halt umzukehren, indem man das Enzym wieder aktiviert. Das kann man erreichen, indem man mit einem Sauerstoffmangel arbeitet. Im lichtabhängigen Teil der Photosynthese werden so viele Elektronen produziert, dass sie sich halt anstauen. Und die Hydrogenase, die kann zu diesem Zeitpunkt die Elektronen nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Allerdings wird dabei halt wieder Sauerstoff produziert, also freigesetzt, wodurch wiederum die Hydrogenase gehemmt wird, weil dieses Enzym sauerstoffempfindlich ist. Und wenn viel davon da ist, fährt es halt die Reaktion herunter. Und hier kommen wir auch schon zur Lösung von dem Problem. Auf der einen Seite, man braucht Licht, allerdings braucht man keinen Sauerstoff. Das heißt sozusagen, das eine wollen wir haben, das andere wollen wir nicht haben. Und das müssen wir jetzt lösen. Zu dieser Lösung kommen wir sofort, aber ganz kurz eine andere Sache. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich nehme mir echt immer sehr viel vor. Zum Beispiel mehr Sport machen, früher ins Bett gehen oder sowas. Und das passt manchmal nicht alles in meinem Terminkalender. Aber oft ist das größte Problem, dass ich das ein paar Tage lang durchziehe, aber dann halt irgendwann wieder aufhöre aus irgendwelchen Gründen oder es halt teilweise auch einfach ein bisschen, ja, schleifen lasse, vergesse. Wenn das bei euch auch so ist, dann habe ich hier eine App, die vielleicht ganz cool für euch ist, und zwar Fabulous. Für die habe ich schon mal so ein bisschen Werbung gemacht. Das ist so eine Art digitaler Coach im App-Format. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung führt euch die App Schritt für Schritt an neue, gesunde Gewohnheiten. Dazu gibt es einen Gewohnheitstracker, wo man sich halt gesunde Ziele aussuchen kann, wie zum Beispiel, also hier mehr Wasser trinken, ein tolles Frühstück essen oder Sport machen. Und ich versuche halt gerade meine Morgenroutine dadurch zu verbessern. Man kann das aber auch als Nachmittagsroutine machen, als Abendroutine. Es stehen auch immer noch Tipps dabei, warum man das Ganze jetzt macht. Es gibt aber auch noch spezielle Programme, die dir bei deinen Zielen helfen. Also da bekommst du dann zum Beispiel Tipps, wie du bestimmte Gewohnheiten am leichtesten in dein Leben integrieren kannst. Also wenn du zum Beispiel gesünder essen willst, schlägt dir die App ein paar gesunde Rezepte vor, die halt sehr schnell umzusetzen sind, weil sie nicht so lange dauern. Wenn ihr das auch mal testen wollt und schauen wollt, ob euch das vielleicht hilft, eure Gewohnheiten zu ändern, dann gibt es eine ganz coole Aktion, und zwar die ersten 100 Personen, die den Link in der Infobox anklicken, die bekommen 25% Rabatt auf so ein Fabulous-Abo. Also wenn euch das interessiert, klickt da mal drauf und schaut euch das gerne an. So, und jetzt geht's weiter mit der Lösung vom Wasserstoffproblem. Und zwar, um mehr Wasserstoff bei der Photosynthese zu erhalten, hat man jetzt einfach die Umgebung der Photosynthese geändert, indem man Moleküle anders angeordnet hat, um so die Voraussetzung zu schaffen, die man braucht. Klingt ein bisschen kompliziert, wird gleich ganz, ganz einfach. Also,
Man hat in einem zuckerhaltigen Tröpfchen 10.000 Mikroalgenpartikel eingeschleust. Und auf sehr kleinem Raum gab es dann ganz viel Material, was Photosynthese betreiben kann. Diese Flüssigkeit, aus dem der Tropfen besteht, das ist so ein Gemisch aus Glucose und einem Polymer und PEG. Das ist so ein langkettiges Molekül, das gerne als Hilfsstoff für verschiedenste Kosmetika in der Forschung und auch zum Beispiel für Gleitgele und sowas benutzt wird. Ja, und das Besondere ist, durch diese Zusammensetzung wird erreicht, dass sich so eine Tröpfchenform bildet, in der dann die Algen eingeschlossen sind. Die Emulsion kann die Algen einfangen, ohne dann ihre Lebensfähigkeit zu beeinflussen. Man braucht ja eben Bedingungen, in denen die Alge immer noch Photosynthese betreiben könnte. Man braucht aber halt auch eine Struktur, in der sie auf eine Stelle konzentriert ist. Man könnte also sagen, dass sie jetzt bewegungsunfähig gemacht wurden und durch die zwei Bestandteile, also die Glucose und das Polymer, hat man zwei Bereiche mit einer unterschiedlichen Konzentration. Und die Algen und die Glucose, die lagern sich dann im Kern an. PEG, das befindet sich in der Flüssigkeit um die Alge. Und dadurch besteht dann so ein Konzentrationsunterschied, da das PEG durch eine Barriere nicht in den Bereich der Alge gelangen kann und es entsteht ein osmotischer Druck. Kennt ihr vielleicht noch aus der Biologieunterricht oder so. Denn wenn zwei unterschiedliche Konzentrationen auf zwei Seiten von einer Barriere sind, durch die nur bestimmte Teilchen durch können, dann gleicht sich das automatisch aus. Die Teilchen wollen also die Konzentration ausgleichen, können aber halt nicht direkt durch die Barriere. Und durch den Druck werden die Algen dann quasi zusammengedrückt. Es entsteht so eine dreidimensionale Form, die wir uns wie so eine Algenkugel in der Mitte von diesem Wassertropfen vorstellen können. Durch diesen Sauerstoffmangel im Inneren kann dort die Hydrogenase mehr Wasserstoff statt Sauerstoff bilden. Und das Forscherteam hat das jetzt als Tröpfchenfabrik bezeichnet. Aber das Paper dazu, das geht noch weiter. Ein wichtiger Faktor ist halt auch die Größe von diesem Algenreaktor. Es hat sich gezeigt, dass bei größeren Tröpfchen Formationen mehr Sauerstoffmangel haben, also da ist einfach weniger Sauerstoff in der Mitte, was ja erstmal gut für die Wasserstoffproduktion ist. Aber es wurde trotzdem eher weniger Wasserstoff produziert, denn je nach Größe werden immer mehr Algen im Inneren von den Lichtquellen abgeschnitten, was ja wiederum nötig ist, um halt Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, man kann schon mal zusammengefasst sagen, es gibt eine optimale Größe für diese Tröpfchen. Das kann man ganz gut an den Messungen sehen, die bei unterschiedlichen Größen gemacht wurden. Bei den Versuchen im Labor hatten allerdings 2/3 von diesen Algenzellen immer noch eine zu hohe Sauerstoffversorgung und haben damit nicht zur Wasserstoffproduktion beigetragen. Also sind wir hingegangen und haben den Vorgang an der Stelle nochmal optimiert. Damit die äußeren Bereiche jetzt auch nutzbar sind, wo halt Sauerstoff drangekommen ist, wurden die Algen in so eine Hülle aus Bakterien gepackt. Das konnte man wieder durch die Verteilung von unterschiedlichen Konzentrationen erreichen, also das, was wir vorhin schon mal hatten. Und die Bakterien, die brauchen ja auch Sauerstoff und atmen dann quasi den Algen den Sauerstoff weg. Und durch den niedrigen Gehalt vom Sauerstoff kann dann diese Hydrogenase noch mehr aktiviert werden und es kann halt noch mehr Wasserstoff produziert werden. Trotzdem bleiben die Algen überlebensfähig und der Prozess, der sollte auch funktionieren, wenn man ihn auf größere Systeme überträgt. Die normale Photosynthese, die läuft noch ab, aber es wird halt mehr Wasserstoff produziert, also die Wasserstoffproduktion überwiegt. Das heißt im Endeffekt, durch die Neuanordnung von diesem Prozess konnte man halt einen ganz neuen Prozesskette starten, die viel effizienter ist. Also ich würde an der Stelle schon mal sagen, es ist eine wirklich spannende und gar nicht mal so komplizierte Möglichkeit, um Wasserstoff herzustellen. Und zwar einfach mit Pflanzen und ohne Strom, wie bei der Elektrolyse oder so. Und natürlich auch mit ganz wenig CO2-Ausstoß im Vergleich zum Beispiel zur Dampfreformation, womit ja meistens Wasserstoff hergestellt wird, was jetzt nicht so geil ist. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Wasserstoffproduktion bei diesen veränderten Pflanzen 2,2 Mal höher war als für die in der Natur beobachtete Menge. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, ist aber leider Gottes immer noch ziemlich wenig. Und damit kommen wir wie immer zum großen Aber von diesem Video. Also erstmal, das System, das ist sehr kurzlebig. Die Wasserstoffproduktion, die ist momentan auf 168 Stunden begrenzt. Länger haben die Algen und die Bakterien einfach nicht überlebt. Und auch wenn der Ertrag vom Wasserstoff verdoppelt wurde, sprechen wir natürlich immer noch von super geringen Mengen, da es bis jetzt noch nicht richtig hochskaliert werden konnte. Und wir reden hier einfach über Labormengen. Aber ich finde das Verfahren trotzdem sehr, sehr spannend und man könnte halt überlegen, was passiert, wenn man das Ganze weiterentwickelt. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass Pflanzen überhaupt Wasserstoff produzieren können. Das fand ich allein schon irgendwie einen Sensationswert. Wenn man das Verfahren jetzt so optimieren würde, dass die Algen vielleicht länger überleben würden und sich vielleicht sogar vervielfältigen könnten, dann wäre es natürlich eine sehr günstige Form, um so einen Reaktor aufzubauen. Das heißt, der große Durchbruch, den man halt teilweise in Überschriften gelesen hat, den gab es hier ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr spannender Ansatz und wer weiß, was in Zukunft daraus wird. Und es ist einfach so, dass viele Ansätze, die wir jetzt gerade nutzen, ja früher auch mal viel zu geringe Mengen hatten oder viel zu wenig Strom speichern konnten oder sowas. Und wer weiß,
was daraus vielleicht wird. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall mal vorstellen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und hier findet ihr noch ein Video, was der Algorithmus für euch ausgesucht hat. Ich bin sehr gespannt, welches Video das ist und ob es euch gefällt. Klickt einfach mal drauf.